Liebe Schwestern, liebe Brüder, um den heutigen Abschnitt aus dem Römerbrief zu verstehen, braucht man nicht viel Fantasie. Man muss nur ein gnadenloser Realist sein. Man muss nur bereit sein, in sich selber hineinzuschauen, in sich selber wahrzunehmen. Dann bedarf es hier keiner Erklärung. Aber weil wir diese Tragödie, die sich da abspielt, scheuen, vielleicht auch die Ehrlichkeit, sie zuzugeben, deshalb weichen wir auf die eine oder andere Weise aus. Wenn wir diesen Blick nach innen wagen, die realistische Bestandsaufnahme, kann einem gar nichts anderes über die Lippen kommen, als Paulus hier am Ende seiner Ausführungen ausruft: Ich unglücklicher Mensch, was für eine Tragödie. Ich will das Gute. Ich habe sogar Freude daran. Und dann das, was wir eben in der Vesper gesungen haben. Von deinen Knechten halte fern, was durch die schmutzige Niedrigkeit sich heimlich in die Sitten schleicht, sich heimlich in das Handeln mischt. Ganz subtile, sozusagen nebulöse Kräfte, die da am Werk sind. Und, das ist die Tragödie, dass wir uns nicht stark genug der Freude hingeben, um die unser Hymnus dann freitags bittet, und gibt der inneren Freude Lohn und gibt der Gnaden Trost Geschenk. Davon wenden wir uns ab und wir stürzen uns sozusagen in diese finsteren Nebel hinein. Aber es ist ja nicht so, als wäre es eine bewusste Entscheidung, sondern wir sagen dann manchmal, ja, es passiert einfach. Egal um was es geht. All das, was da in uns herumarbeitet, an Missgunst, auch an falscher Traurigkeit, an Eifersucht, an Neid, all diese Grundkräfte des Menschen, wie wir sagen, die ihm aber doch nicht helfen, die ihn keinen Millimeter weiterbringen, die ihn nicht leben lassen, sondern alles Leben abschnüren, um von anderen Dingen ganz zu schweigen. Und wenn wir abends nüchtern auf den Tag zurückschauen, und wir sollten das tun, da war es wieder. Müssen wir also resignieren und sagen, okay, das ist von Anfang an so, vielleicht ist das einfach nur ein Konstruktionsfehler des Menschen. Wir wissen, woher es kommt. Paulus hat es uns ausgeführt, als er versucht hat zu erklären, was Sünde ist und wie sie vom Anfang her kommt. Von unserer Adams abstammen, weil wir Adams Kinder sind. Wir haben das im Gefieder. Welche Tragödie, ich unglückseliger Mensch. Aber dann öffnet Paulus, und es wird ihm geschenkt, dass er ganz am Ende dieser Ausführungen eben nicht damit endet, sich selber leid zu tun und sagen, ach ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ist es halt so. Sondern er endet mit einem Gebet. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wofür dankbar? Mitten in diese Tragödie hinein drängt sich durch Gottes Geisteskraft dem Paulus ein Gebet auf die Lippen, dass er sozusagen wie einen Blitz hineinfahren lässt in diesen Nebel, in diese Finsternis. Und es scheint mir, dass genau das der Ausweg ist. Sich im Gebet immer wieder dem Guten anzuschließen. So ist es recht, wenn wir manchmal sagen, man kann gar nicht genug beten, um aus diesen Selbstverstrickungen, aus diesem ganzen Schlamassel, aus diesem Dreck herauszukommen, der unser Herz jeden Tag neu verschütten will. Unsere innere Freude, um die wir bitten. Dank sei Gott durch Jesus Christus. Es kann dieses kleine Gebet sein, dieses Lob Gottes, das uns ermutigt, einen anderen Weg zu gehen, der uns befähigt, aus dieser Verurteilung, die diese Tragödie scheinbar jeden Tag neu hat, in der sich unser Leben abspielt, dort herauszukommen und immer wieder einen neuen Schritt ins Licht zu setzen, in das Licht Gottes.